Hallo, wir sind zurück, meine Damen und Herren. Kommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers. In Pokémon! Eine Nuzlocke-Challenge! Oha! Wer hätte das denn erwartet? Wer hätte das denn gedacht? Stellt euch mal vor, ich habe euch jetzt alle gebaitet. Und ich wechsle jetzt auf SW rüber. Wie würdet ihr reagieren? Was nehme ich eigentlich als Starter-Pokémon? Haben wir eine Umfrage für den Starter? Okay, gewonnen hat Zappifoy. Let's go. Chat entscheidet. So, aber wir können uns schon mal einen Namen aussuchen. Was ist unser Naming-Theme? Was ist unser Naming-Theme, Guys? Was ist unser Naming-Theme? Komm, nehmen wir Gemüse. Wir haben letztens so von Brokkoli etc. pp. Geschwärmt. Wir nehmen Gemüse. Gemüse ist ein geiles Naming-Theme. Kohlrabi nennen wir. Ich spiele ganz nebenbei die EV-Version. Das heißt, es gibt keine EVs in dem Spiel, weder bei meinen Pokémon als auch auf den Pokémon der Gegner, dass ihr da Bescheid wisst. Spart EV-Trainiererei, worauf ich nicht so Bock habe. So, Kohlrabi. Contrary mit Modest Nature. Nehmen wir. Kennt ihr das, wenn ihr Lust habt, gegen den Monitor zu spucken? Nennt sich Tollwut. Da würde ich mal zum Arzt gehen, Aero. Oh, Jirachi. You felt as if all of your wishes could come true. Einmal Rang 1 bei Summon. Unser erster Encounter, weil ich glaube, wir haben Yes! Bidoof wurde gefangen! Sellerie. So, Sellerie, jetzt hast du bitte ein nices Wesen. Mutiges Wesen. Okay, für Damages gesorgt. Und Unaware. Wow. I have a Pokémon that you can help. That can help you. Do you want it? Oh no. Oh no. Da ist er wieder. Wir werden ihn nicht los. Ah! Berson. Eine Gurke. Alter. Okay, neutrales Wesen mit Gluttony. Ich denke, Sellerie können wir auf 7 ballern. Ich denke, Level 7 für Sellerie ist fein. Und dann machen wir noch unser Äffchen. Level 5. Oh, scheiße, das Ding kann Pursuit. Imagine, ich wollte einfach nur leveln. Das ist natürlich nicht so nice. Ja, das ist nice vor der nächsten Arena. Oder für die nächste Arena. Eigentlich nice. Pak Choi. Pak Choi. Wenn man PVZ gespielt hat, ein sehr guter Name. Das sagt mir jetzt nichts. Lex. Schmutz. Aber es hat immerhin Defiant. Aber das erste, was wir jetzt machen, ist ein weiterer Encounter. Und zwar auf der Kaycona Farm. Auf der Kaycona Farm werden wir jetzt ein neues astreines Tier 1 Pokémon bekommen. Okay, ein Pokémon, was es wirklich in sich hat. Ein Pokémon, welches meines Wesens würdig ist. Grundsätzlich ein nicer Encounter. Aber erstmal gucken wir noch, was das Ding für Hasty Nature. Aber es hat Huge Power und das ist big. Dass es Huge Power hat, ist echt big, okay? Hatte ich auf den Schirm, habe ich nicht vergessen. Okay, ich wusste, dass der... Taylor. Was kann denn Taylor? Focus Energy ist blöd. Die Gurke brauche ich noch.
Ich muss auf Pak Choi gehen. Die Gurke brauche ich noch. Also minus 2 zumindest. Das ist schon mal gut. Aber er hat Focus Energy. Grow. Oh, Baby! Siegeswille. Ein guter Spieler sieht das. Ein guter Spieler sieht das. Ein guter Spieler sieht das. Oh, Baby! Ein guter Spieler sieht das. So, der Teppich ist da. What up? Level 9. Aber ich bin auf plus 2. Das heißt, ich darf gar nicht erst rauswechseln. Oh, und das Item gehört mir. Die Beere. Jo, wie Schaden das gemacht hat. Ist das Schwein nicht fett? Ah, geht. So fett ist es nicht. Ich weiß halt auch nicht, was für eine Hidden Ability das Ding hat. Oder ob es die Hidden Ability hat. Deswegen konnte ich hier nicht drinbleiben. Weil wenn er Großbrand hat, wenn ich ihn auf 33,3% oder weniger runterhaue, killt mich Glut. Pan Sage! Oh, wer ist sonst vegetarischer Cousin? Kann man dein Elden Ring Let's Play irgendwo nachschauen, Regi? Wenn das keiner der Mods gehighlightet hat, wahrscheinlich nicht damals. Leider. Jawohl! Very nice! Zweiter Kampf gegen Tony und das zweite Mal musste Tony Lehrgeld zahlen. Was? Oh, und noch ein Ei! Yes, ich glaube, ich weiß sogar noch, was da drin ist. Ist das nicht ein fixer Encounter? Ein random Baby-Pokémon? Pichu? Okay, Leute, jetzt bin ich gespannt. Oh! Oder ein Elekid. Oder ein Elekid. Aubergine. Okay. Dann geht's Richtung Trainer. Ever heard of Team Plasma? Natürlich. Und ihr seid Neo Team Plasma. Oh, ein Doppelkampf. Oh, okay. Random Doppelkämpfe. That's a lot of damage. Houston, we have a problem. Oh my lord! Muss high rollen. Muss high rollen. Nope. Scheiße! Thank you.
Oh Mann, Nuzzle. Oh Mann, der kann sogar low sweep. Nope. Run over, guys. Der hat zu viel Coverage. Der hat zu viel Coverage für mich. Irgendwie wieder was gemisst, glaube ich. Sing missed. Achso, ich habe zweimal Sing gemisst. Elektronetz. Okay, ja gut. Ja, ja gut. Okay, das ist kritisch. Boah. Boah, oh, oh, der Schaden, Alter. Nope. Also, wenn du drei Runden lang nichts machst, sieht das Ganze halt leider so aus. Oh. Quicklaw, okay. Potenziell noch winnable. Oh. Besteht noch eine Chance. Potenziell schon. Moment. Hat das Ding vielleicht ein Item? Okay. Das ist schneller als ich. Echt schade, hat so gute Fähigkeiten. Ja. Yo, Exu! Moment mal. Ich hab Disarming Voice. Ich hab Double Disarming Voice. Aber das wird nicht killen. Das hat wahrscheinlich Drachenwut, denke ich mal. Oh! Okay. Nevermind. We had a chance, Leute. We had a chance. Wir hatten eine Chance. Aber wisst ihr, wo, an wen ich das blame? Ich blame das an meinen Starter-Pokémon. Ich finde immer noch, Zapifoy ist das schlechteste Starter-Pokémon überhaupt. Ich habe gedacht, Common Sense. Der Chat, der wird eventuell mal richtig liegen. Aber Zapifoy hat in diesem Run mal wieder nichts gemacht. Mal wieder. Okay, Leute. This run is over. Over and out. Wir drücken den Reset-Button. Hey, you. Finally awake. So, Leute. Kohlrabi, aka Snivy, war's nicht. Wir wechseln jetzt also. Wir nehmen etwas, was besser ist. Nein, ich rede nicht vom Teppich. Ich rede vom Kampfotter. Vom Kung-Fu-Otter. Wir nehmen den Kung-Fu-Otter. Und wir brauchen eine neue Naming-Theme. Oh, Lonely Nature. Ah, riskant. Aber ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist nicht schlecht, Leute. Ich glaube, das keepen wir. Belief, 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 belief. Ymir ist okay. Aber Ymir Tatakai, ich wollte schon sagen. Wo kommt auf einmal der asiatische Flavor her? Keen Eye. Lex Nature. Ah, oh, wisst ihr, was wir jetzt bekommen? Liebe Leute, die gerne einem wahren Gott, einem Adonis, wie er im Buche steht, einen Namen geben wollen. Seid bereit. Denn jetzt gibt's einen weiteren Adonis in unserem Team. Bör ist ein Gott. Son, weil es gut passt. Aber ich glaube, es gibt gar kein Ö. Dann muss ich ihn Bor nennen. Oder Bur. Komm, wir nennen ihn Bur. Mildes Wesen, das ist gut. Gluttony. Incinerate, Lick, Tickle, Scratch. Was haben wir beim letzten Mal hier bekommen? Menki, ne? Weil jetzt wird es eigentlich mal Zeit, gute Encounter zu machen.
Loki. Alter. Oh, Timid Nature. Yo. Okay, immerhin hier haben wir Luck und es hat Unaware. Also eigentlich könnte das hier ein Hidden Gem werden. Okay, Leute. Wenn ich hier keinen vernünftigen Encounter bekomme, ist der Run so gut wie vorbei. Das ist der letzte Encounter nach dem Ei. Oh. Balder. Okay, neutrales Wesen. No Guard. Counter, Meditate, Low Kick, Leer. Das hatte ich letztens mal auch, glaube ich. Ich gebe dem Ding jetzt einen Namen. Das ist Frick. Jolly Nature, das ist scheiße. Oh, oh. Oh, kein Fake-Out im Turn 1. Kein Fake-Out im Turn 1. Interesting. Warum ist das mir ein Fuß schneller als ich? So, Fluff Damage auf Growlithe, Razor Shell und das sollte gewinnen. Okay, das ist irgendwie nicht so geil. Okay, gut abgefangen. Ich habe nur Angst vor dem Exu jetzt. Ich habe echt Angst vor dem Exu, Mann. Bitte sag nicht, der kann Drachenwut. Bitte nicht. Payback. Oh, RIP. Oh, nevermind. Hat weniger Schaden gemacht als gedacht. Dann gibt es jetzt aber Icicle Spear auf Exu. Und den Switch auf Balder. Deswegen. Eternal. Da, wo ich herkomme, würde man sagen, we played it like a boss. Wichtig und richtig sowas, Leute. Wichtig und richtig. Und erster Eindruck bis jetzt im Challenge Mode. Aber bisher kein großer Unterschied zum normalen. Bis auf ein paar Level-Unterschiede. Bin jetzt auf den Arena-Kampf gespannt, weil das sollte der erste richtige sein. Ach ja, und dieser Plasma-Kampf, der war auch neu. Das ist nicht so schön. Gehen. Gehabt. Hätte critten können. Oh, wir sind schneller als ein Fiddhoff. Ziemlich challenged. So ziemlich. An das Tediose erinnere ich mich zum Beispiel noch. An das Tediose kann ich mich noch erinnern. Okay.
Das war nicht so angenehm. Mit Headbutt, ne? Zumindest bin ich schneller, das ist gut. Weg ist die Win-Condition für den Fight. Ah, ja, ja, ja. Und Ragnarök wird kommen, Leute. Das ist ein Vorbote. Das ist ein Vorbote. Ragnarök wird kommen. Das ist ein Vorreiter der nordischen Apokalypse. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall schon sehr nervös. Oh shit, what? Oregon. Raise Keen Eye. Okay, das ist zum Glück irrelevant. Weil er hat 6 Pokémon auf Level 13, okay. So. Headbutt Hex. Wir sind schneller. Kriegen wir einen Flinch vielleicht? Workup. Das ist okay. Wie gesagt. Wir müssen Headbutt spammen. Headbutt ist wichtig. Flinch, 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 Flinch. 30%, 30%. Crit! Yes! Guter Start in den Fight. Guter Start in den Fight. Super guter Start in den Fight. Sehr nice. Lillipup. Weiter geht die Strat. Workup. Er ist schneller. Okay, das ist dangerous. Hätte ich ein Level-Up bekommen, hätte ich vielleicht schneller sein können. Retaliate. Aber wait, wait, wait. Das ist kein Full-Power-Retaliate. Yep, das ist kein Full-Power-Retaliate. Oh shit, er kann ja Retaliate. Das habe ich komplett vergessen, Mann. Und ich habe nichts, was Retaliate resistet. Ja, vielleicht muss ich gleich auch mal was mit Hypnose schlafen schicken. Mal gucken. Dearling zum Beispiel. Workup. Oh, okay. Dann war das die richtige Entscheidung. Weil dadurch, dass wir langsamer sind als Sesokids, ist das in Ordnung. Guck mal, jetzt können wir sogar Flame chargen. Oh, Baby! Oh, Baby! Oh, der Flame Charge ist big! Und der Gegner wird greedy. Okay, der Flame Charge ist big. Weil dadurch sind wir jetzt gleich safe schneller. Burger. Okay, vorher gab es noch eine Ockerbeere. Gut, dann machen wir Double Flame Charge, weil dann gilt das. Alter, die Ockerberry auf dem Ding. Das hat mich jetzt, habe ich jetzt nicht wirklich mit gerechnet, aber ist okay. So, next one, Aim-Pom. Aim-Pom-Döner. I'm burning up. Retaliate ist gar nicht sein Signature-Move, ne? Sein Signature-Move war was ganz anderes. Hyrule, Hyrule. Schade. Yo, warum ist er denn so greedy? Warum ist er so greedy? Das gibt's doch nicht. Der ist ja super greedy. Das spielt mir richtig in die Karten. Wenn er jetzt die ganze Zeit Chip-Damage machen würde, wäre das viel, viel, viel schlimmer für mich. Aber so kann ich halt immer die Pokémon rausnehmen. Nice. 2 Pokémon to go. Und bei uns lebt noch, in Anführungszeichen, alles. Oh, okay, da ist er. Da ist der Fat Boy. So. Yawn. Okay. Moin, Speedwagon. Okay. So, jetzt sleept er. Und jetzt haben wir Full Sleep Turns. So. Razor Shell. Death Drop. Irgendwas. Do something. Nice! Aber er hat noch seine scheiß Beere. Wahrscheinlich eine Zitrobeere. Aber wir gehen weiter auf Razor Shell. Zitrobeere? Ne, es ist nur eine Oranberry.
Nice, 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 nice. Dann gibt's hier jetzt Rice. Und Munchlax ist gone. Hier wäre Baldur so big, weil wir hätten ihn in den Rocktomb reinschicken können, ne? Und Dodo. Dodo, Alter. Excuse me, what the frick? Wir gehen auf Frick! Wir haben nämlich einen Eismon, lustigerweise. Aber das Ding könnte Sprungkick haben. Das Ding könnte Sprungkick haben. Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Okay, es ist nur Aerial Ace in Anführungszeichen. Puh, dafür, dass es nur Aerial Ace ist, war das Damage. War das Technika oder so? War das Technika oder so? Hoher Schaden. Nice. Eisschaden müsste nachkillen. Null Tode. Null Tode. I'm here to stay. I'm here to stay. I'm here to stay, Leute. Ja, I'm here to stay. I'm here to stay. Okay? Bam. Der erste Orden gehört uns. Ja, Wolsen. Und das ohne Verlust. Umso besser. Wir haben kurz vorher Baldur verloren, leider. Aber ja. Viele seiner Normal-Types haben, by the way, eine Antikampfbeere drauf. Okay, dann ist ja gut. Aber wie gesagt, gegen Munchlax hätte ich hauptsächlich Baldur gebraucht. Und der nächste Trainer nimmt dich dann Hops. Das ist okay. Hauptsache, ich habe einen Orden. So, nächste Arena ist eine Gift-Arena, ne? Jo, und ich habe nichts gegen Gift.